«Warum ich jetzt Gast bin?» Präsentiert vom Les Sources des Alpes Leckerbot. Einfach unter Kobo, ihres Restaurants bietet für jeden Geschmack etwas. Und zum Unique Hotel Post Zermatt. Von der Broken Bar bis zum Love Club, ein Nachtleben auf drei Stecken in einem Haus. Und von Seilermoda an der Bahnhofstrasse zu Brigg. Recht herzlich willkommen zur nächsten Sendung von «Warum ich jetzt Gast bin». Schön, habt ihr euch wieder eingeschaltet. Heute hat es mir Fischbertermin verschlagen. Mein Gastgeber von heute wohnt zwar nicht mehr hier, aber er ist hier aufgewachsen und hat mir gesagt, komm auf Fischbertermin, meine Eltern wohnen hier und ich zeige dir ein bisschen, wo ich herkomme. Skifahren war seine grosse Leidenschaft, schon von, ja, als Pickerbutsch. Er hat es uns sehr weit gebrungen, aber Verletzungen haben ihn nachher schlussendlich dazu gezwungen, damit aufzuhören. Aber der Sport hat noch nie losgelassen. Er hat nachher im Sportmanagement geschafft und hat vor allem heute ein riesiges Projekt zu betreuen. Und zwar die Olympiakandidatur von SIO 2026. Und über seine Vergangenheit, aber auch über die Zukunft, will ich mit ihm heute hier reden, wenn es heisst, warum jetzt Gast beim Ralf Kritzer. Kommt mit, ich hoffe, Sie gehen an. Ralf. Sorry. Ciao. Ciao. Gut. Gut, und dir? Wohl, merci. Hier ist also dein Elternhaus? Genau, ja. Hier sind meine Eltern daheim. Okay. Und ich habe noch ein paar Jahre hier gewohnt, bevor ich jetzt dann ein paar Jahre weg bin. Genau. Okay. Kannst du mal ein bisschen Fischbertermin zeigen? Ich kenne das Dürfchen gar nicht so gut. Ja, sehr gerne. Ich kann dir ein paar Sachen zeigen. Das ist ja rund im Dorf. Auf jeden Fall, gerne. Gut, wir sehen uns dann. Das brauchen wir nachher noch. Tipptopp. Schönes Tag. Ralf, jetzt sind wir hier in deinem Heimatdorf, das Fischbertherm. Übrigens absolut Schmuck und pittoresk, wenn man durch die alte Gässchen läuft. Wunderschön. Jetzt sind wir hier auf dem Herrenviertelplatz. Genau, ja. Sie wäre genau richtig, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Nein, es freut mich, dass ich das hier zeigen kann. Ich bin hier aufgewachsen und der Platz ist schon, ja, aber der Dorfplatz, der sicher speziell etwas überliegt hat. Für mich persönlich, weil ich hier auch mein Hochzeitsopera hatte. Okay. Hier in den Stellen rundherum als Kind viel gespielt habe. Durch die Gäste nicht gelaufen? Genau, genau. Und in den Stellen verstecken und was man halt gemacht hat als Kind. Ja. Und von dem her ja, ist das noch, hat das schon eine Bedeutung für mich. Schön, dass du mich eingeladen hast. Hat mich wirklich gefreut im Herz. Ich kenne auch Fischbertern noch nicht so gut, aber heute lerne ich sicher noch ein bisschen besser kennen. Ja, du hast vorher gesagt, du bist hier verwurzelt, oder? Und die Verwurzelung ist für uns alle wichtig. Du bist ja nicht, bist lange weg gewesen, bist jetzt wieder zurückgekommen. Fällt dir aber dann auch später drauf eingehen. Mich interessiert ja so ein bisschen mehr deine Skifahrerkarriere, oder? Du hast, bist Weltcup gefahren, ja, ein paar Jahre zurück. Hast einfach heute Pech gehabt, gesundheitlich, oder? Ich hatte immer wieder ein bisschen Verhauen mit den Knien. Was war die Geschichte von dem?
Ja, also mal grundsätzlich, wenn ich in Brüche aufwachsen kann, dann bist du natürlich noch beim Schneesport, beim Skisport. Ich hatte zu Füße zum Wandelläufen und dann eigentlich kann Ski fahren. Und so bin ich dann eigentlich da drin gekommen. Und nachher habe ich eins dann zu anderen gegangen und bin eigentlich immer weitergekommen. Darf ich unterbrechen? Wer sind deine Idole da? Was ist das? Welche Phase war das? Ja, das ist. Also so wirklich das erste Idol war schon Mike von Grüningen. Und nachher dann halt auch ein Güsch, der viele in Brüche war beim Ostermontagrennen, wo ich auf dem Platz immer die Startnummer lustig ist. Ja. Und ich hatte nachher sogar das Glück, dass ich mit ihm noch zusammen im Team zu sein. Okay, von dem her ist das sicher eine Person, die sehr inspiriert, auch in Bezug auf seine Art zu arbeiten und vorwärts zu gehen. Ja. Und also, der ist eben zu anderen gekannt. Du bist dann in die Karriere drin. Was ist das immer ein grosser Bübentraum von dir, mal Skifahrer zu werden? Das ist schon gesehen. Ja, ich bin zu meinen Eltern gegangen im Kindergarten und habe gesagt, ja, ich will in Dio gehen, ich will Skirennen fahren. Und nachher geht das eigentlich dann los. Und bei mir ist es nicht so gesehen, als Kind schon, ich will Weltmeister werden, aber Skifahren hat mir immer Spass gemacht und die Rennen fahren. Und ich bin damals auch noch nicht ganz vorwärts gesehen, aber eigentlich immer schön vorwärts gegangen und eigentlich dann immer weiter vorwärts gekommen. Und eins hat nachher zum anderen geführt, dann zu Brieg in die Sportschule gegangen. Da die Matura gemacht und nachher Swisskick-Kader gekommen. Und schlussendlich dann nachher auch im Weltcup unterwegs gesehen. Ja. Bormio ist dein bestes Resultat, wenn mich richtig informiert habe. Weltcup 18. Platz. Genau, ja. Da bist du, wo du alles viel bedeutet, seit der Birmi da jetzt grosse Erfolge feiern konnte. Wie war das, dass dein bestes Resultat? Wie hast du das in Erinnerung? Ja, sensationell. Also es ist auf einmal die Strecke in Bormio sehr speziell, sehr anspruchsvoll. Ist wirklich eine von der anspruchsvollsten Piste im Weltcup. Und der Fanclub ist mit Magara auf Bormio gekommen und dann habe ich da 18. Rang gemacht und cool. Bin nachher sogar noch mit ihnen zurückgefahren und jetzt sogar einen kleinen Empfang gegeben und das ist, ist sensationell. Und das ist eigentlich genau das, was uns macht, so man darf halt der Zusammenhalt und alle sind da hinter mir gestanden und das hat mir auch immer sehr viel Motivation gegeben, ja. In der Skikarriere da Gas zu geben. Du hast einen Träum, oder? Du bist da drin gewachsen. Hast natürlich auch in die Blüte gelegt und denkst, ich weiterkommen. Das hat jeder, wenn man auf diesem Niveau ist. Aber eben, du hast dreimal das Kreuzband gerissen und noch andere Verletzungen gehabt. Das heisst, Niederlage wieder aufstehen, Niederlage wieder aufstehen. Wie stark prägt einem das? Jetzt für heute Zeit leben? Ja, das ist sicher etwas, was einen prägt, weil die muss so voll in dem Business drin und hat die Ziele vor Augen. Und nachher, durch so eine Verletzung ist das wie auf einen Schlag mal wieder ein paar Felder zurück in dem Spiel. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was mich prägt in einem positiven Sinn. Weil das bringt einen dazu, ja, sich wieder zu motivieren, vorwärts zu gehen und auch kleine Schritte zu sehen, sich selber kennenzulernen, den Körper kennenzulernen, aber auch Psyche, die extrem wichtig ist. Und, schlussendlich kann man uns allem etwas Positives sehen und das ist halt auch unsere Verletzungen. Zum Beispiel habe ich bei der ersten Verletzung meine Frau kennengelernt. Okay. Und das geht sicher machen und zweite und dritte Verletzung. Ja, nein, das ist nicht so geplant. Okay. Aber so halt das immer hat alles etwas Positives, ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das. Also ist jetzt auch meine Einstellung im Leben, halt, dass man immer vorwärts schaut und es positiv sieht und eigentlich ja, weiter Gas gibt, wenn es halt mal einen Rückschlag gibt. Und das ist glaube ich, die lebensschöne Sport mal grundsätzlich, aber Verletzungen im Speziellen machen das natürlich uns, dass du da so kannst, weitergehen. Ja. Ja, ich denke, das merkt man, du hast eine positive Ausstrahlung und gehst wahrscheinlich mit offenen Augen und offenem Geist durchs Leben. Und das ist sicher auch nicht das Letzte, aber durch deine Vergangenheit geprägt zu gehen. Jetzt, Ralf, zeig mir noch ein bisschen den Rest vom Dorf. He? Nachher schlage ich vor, gehen wir zurück, weil. Nachher haben wir das Apero verdient. He? Genau, wir rüsten. Ja, gehen wir weiter. He? Auf jeden Fall, gerne. Richtig geht's. Gehen wir noch, sonst geht hier ein paar Schritte am Prüfen. Super, ja. Komm mit. Jetzt gibt es Zappero im alten Keller vom Kritzer.
Ralf, hier in diesem alten Keller, da merkt man richtig also die Tradition, die Verwurzelung, die du hast. Mit dem, was wir hier aufgeschnitten haben, Hauswurst von der Familie, Kunstrezept, das Brot, das zusammen und die Pacho hier mit der Familie. Natürlich mit dem persönlich und Twisten mit den Frichtern. Und auch nur natürlich vom Papa, der Heide. Spannende Geschichte für mich auch. Genau, ja. Ich glaube, es ist sicher auch Wurzeln, das ist wichtig im Leben. Und wenn man hier im Dorf aufwachsen und die ganzen Sachen hat mitnehmen konnte, das bleibt einem. Und nachher, vielleicht gerade wenn man ein paar Jahre weg ist, wenn nicht sicher war, dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen von einem anderen Blickwinkel und weiß es vielleicht noch mehr zu schätzen. Ja. Du bist ja immer noch, nachdem du das entschieden hast, 2012 auf Ski zu fahren, oder? Hast du dich entschieden, was mache ich noch? Bist du studieren? Genau, also ich habe schon parallel zum Skifahren ein Studium gemacht, ja. Habe den Bachelor schon abgeschlossen, habe dann noch den Master angeheicht und habe mich dann nachher auch entschieden, dass ich in dem Sportbusiness will bleiben und dann eigentlich mit der Sportmanagementagentur kann einsteigen in Chur und damals da eigentlich dann die erste Berufserfahrung sammeln. Ja. Was heisst das? Für viele Leute kann sich nichts darunter vorstellen, Sportmanagement, was macht man denn da? Kannst du mal ein bisschen genauer erklären? Also so in Chur ist eigentlich so Athletenmanagement gewesen. Das heisst, wir machen Vermarktung, hat Vermarktung von Athleten gemacht, vor allem Skifahrer, weil das auch der Bereich ist, den ich am besten kenne. Das heisst wirklich von Sponsorensuche über Verhandlungen mit Skifirmen, dann aber auch das ganze administrative Steuererklärung, Versicherungen, alles drumherum. Die Skifahrer sind eigentlich alles Einzelunternehmer, Selbstständige und das Management nimmt eigentlich da alle Sachen ab, was drumherum ist. Also die ganze Mediengeschichte, Koordination mit Medien, aber auch die ganze Medienschulung und so weiter. Das ist alles das, was über das Management läuft. Also ist irgendwie aus deiner Sporterfahrung gewusst, was braucht, was so ein Athlet am liebsten nicht macht, unser Skifahren? Absolut, genau. Ja, okay. Also es ist ja sicher das, dass man dem Athlet möglichst viel abnimmt, dass er sich wirklich voll auf den Sport hat, konzentrieren. Okay. Und parallel dazu hat es noch den Eventbereich gegeben. Damals schon in Chur, als ich im Weltcup-Finale auf der Lenzer Heide die Vermarktung gemacht habe im Bereich Sponsoring und Hospitality. Und so bin ich nachher dann eigentlich auch zu Infront gekommen. Das ist dann in dem Sinne die grosse internationale Sportvermarktungsagentur, die dann die TV-relevanten Sponsorings macht. Und eigentlich dann von der kleinen Firma dann eigentlich zur grossen und eigentlich den internationalen Bereich kennenlernen. Ja. Genau, und da ist nachher der Weltcup vermarktet, der Ski-Weltcup quasi. Genau, ja, wirklich das Ski-Weltcup-Rennen vermarktet weltweit. Und eigentlich so auch wirklich in einer grossen Firma können arbeiten mit ja, sitze in 13 Ländern. Ich war hauptsächlich in Zug, oder da ist auch der Hauptsitz, aber auch viel mit Salzburg und Mailand zu tun haben, so eigentlich in einer internationalen Welt tätig war. Jetzt, wenn ich die zwei Sachen so ein bisschen kombiniere, oder? Wenn ich sehe, wo du bist, es gibt eine starke Verwurzelung, bist hier aufgewachsen, bist so richtig, ja, ein Walliser, und hast das die Traditionen mitverkauft. Vielleicht auch die Traditionen, als Junge dazu mal ein bisschen drauf gepfiffen hat. Bist ja weg gewesen, hast international tätig gewesen. Jetzt bist du zurückgekommen, bist ja nicht für nichts zurückgekommen, sondern du bist zurückgekommen für das Projekt CITO 2026 als Delegierter vom Staatsrat zu feiern. Was ist die Motivation, ist die Verwurzelung? Oder was hat dich bewogen, zu sagen, so, jetzt komme ich zurück und mache das? Also, zum einen ist sicher mal so, das Thema zurückkommen, ist bei mir immer irgendwo präsent gewesen, oder? Speziell jetzt mit Kindern, mit Familie, weil ich einfach finde, dass hier ist sensationell zum Aufwachsen. Jetzt eine super Lebensqualität im Wallis. Du hast zwei kleine Kinder? Genau, ja. Genau, jetzt baldjährig und bald dreijährig. Und mit diesen Kindern hier aufzuwachsen, ist eigentlich wirklich super. Und darum, ja, vielleicht weiß man es noch mehr zu schätzen, wenn man aber einmal eine Zeit lang weg war. Und dann hat sich aber die Chance gegeben mit dem Projekt CITO 2026, wo für mich auch jetzt gerade als ehemaliger Sportler, logischerweise sind die Olympischen Spiele eigentlich das Größte, und dann noch im Heimatkanton oder im Heimatland, das kann mitgestalten, ist wirklich eine perfekte Möglichkeit, eine perfekte Chance gewesen, wenn ich mich dann gesagt habe, will ich mich bewerben und auf das will ich gehen. Ja. Also ich glaube, mit dem Hintergrund, den du hast, das ist die Frage von der Motivation gar nicht mehr zu stellen. Das verstehe ich, dass du für dich Schritt entschieden hast. Absolut, ja. Auf das gehe ich aber dann nachher gerne noch ein bisschen tiefer. Ich finde es absolut ein spannendes Thema. Ich habe natürlich von Aktualität im Moment. Jetzt reichen wir das Glas ich noch fertig. Und nachher hast du mir gesagt, kochen wir zusammen etwas, was Hintergrund hat in Zusammenhang mit deiner Freude. Was machen wir noch? Genau, gehen wir nachher Kaiserschmarrn kochen. Kaiserschmarrn, von genau. Österreich? So Moment, ist das. Meine Frau ist halb von Österreich, also die Schwiegermama ist von Österreich. Und mit der
Großmütter in Österreich habe ich das Rezept mitnehmen. Und das ist eigentlich das, was ich wirklich daheim eigentlich fast am meisten koche, wenn ich koche. Leider habe ich nicht so viel Zeit fürs Kochen, aber Kaiserschmarrn ist ein Thema. Ja. Und gut, Camilo, aber ich kann es noch nie. Ja, freue mich, dir das zu zeigen. Genau. Auf der Gut Heiden und auf Kaiserschmarrn. Gesundheit, ja. Merci. Ralf, wow, Kaiserschmarrn. Süßlich, aber du sagst, zu Österreich essen, also als Hauptgang? Ist so, ja, essen das als Hauptgang. Und jetzt haben wir jetzt Kaiserschmarrn alle Weile angekommen mit Aprikosen dazu. Und ich hoffe, es hat geschmeckt. Und Rosinen, die Mari gelegt sind, die sonst mit Rum machen zu Österreich. Genau, also wirklich, ja, das ist alles auch noch die Adaption ans Wallis. Genau. Cool. Pinot Gris dazu, wie hast du das gefunden? Mit süßlich, du hast eine Ja, perfekt gepasst, ja, sehr gut, ja. Mhm. Nicht zu sehr, es hat auch wirklich gut gepasst, ja. Mütige Kombination. Und zum Thema Mühe, dann eine Frage an dich. Ich bin Goli, oder? Ich habe immer gesehen, ich bin verrückt, der Goli ist in dem Dreh ein bisschen. Fast das Gleiche könnte man behaupten von dem Abfahrer. Du warst Abfahrer gewesen. Das bräuchte eine riesige Portion Mühe. Ich hatte wirklich Schicht von oben bis zu untersten Bergenbritz schiessen, sage ich jetzt einmal. Und das, was du jetzt machst, das Projekt seit 2026, das bräuchte ja auch schon ein bisschen Mühe, das zu übernehmen, weil es sind sehr geteilte Lager im Moment. Was hat dich dazu bewogen, so viel Mühe zu haben, das machen, das jetzt? Also sicher auf einmal von mir persönlich Mühe gebraucht, dass ich sage, ich gehe jetzt in das Projekt rein, auch wenn noch nicht ganz sicher ist, wie das weitergeht. Aber mich hat eigentlich wirklich das Konzept überzeugt für ein Projekt. Mit der bestehenden Infrastruktur, so wie es ausgegleist ist, mit dem öffentlichen Verkehr. Wir haben in der Schweiz eigentlich wirklich alles, was es braucht, um die Olympischen Spiele perfekt durchzuführen. Und das ist das, was mich überzeugt hat. Man gesagt hat, ich packe das, ich will das jetzt machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt auch die Wallis Mühe beweist und die Schweiz, dass man sagt, okay, wir packen so ein Projekt, wir gehen da rein. Weil logisch, das ist nicht das 0815-Projekt, sondern es ist eine grosse Geschichte, aber auch mit einem extrem grossen Nutzen für ist es lohnend für unsere Region, für unseren Kanton. Ich bin überzeugt, dass das so wird sein. Und darum glaube ich, es muss Mühe haben von den Leuten, dass man sagt, okay, mal, wir packen das. Ich meine, das Technische ist eins, oder? Ich sage, die Schweiz hat schon x-mal bewiesen, dass wir viele gute Sachen, grosse Sachen können organisieren oder Events durchführen. Aber das, was du vorhin gerade angesprochen hast, das war können, darüber uns die Leute mitgeben. Was hast du, was erwartest du? Die Leute von der Schweiz mehr gesehen, was vielleicht jetzt noch nicht wissen, als jetzt nur gerade Spiele zu organisieren. Ja, gut, es gibt zwei Sachen. Zum einen ist aber sicher, dass wir es lange präsentieren können, international, im weltweiten Publikum. Unsere Kultur, unsere Tradition, all die Sachen, was wir in der Schweiz haben, wo unsere Stärken sind, wo unsere Trumpfe sind, können wir auch präsentieren. Und zum anderen bin ich auch überzeugt, dass das Projekt gerade den Menschen selber, die hier wohnen, ein Leuchtturm kann sein, eine Vision kann sein für die ganzen Leute. Wo man sich daran orientieren kann. Früher haben sie die Staumauern gebaut, haben sie den Zug auf den Gornergrad gemacht. Das sind Visionäre, Pioniere. Und wir wollen jetzt hier wirklich die neuen Olympischen Spiele machen.
nach einem neuen Konzept nachhaltig mit der Agenda 2020 von IOC. Eigentlich wir die Ersten, die das machen, die ersten Winterspiele. Und das ist, glaube ich, das, was ja, wir müssen Bock haben. Wir können innovativ sein, wir können Pionier sein. Und ich bin überzeugt, dass das einen sehr grossen Nutzen hat für uns. Wenn ihr das Kind dreimal anlegt und dann sagt er, ich mache es nie mehr, glaubst du es denn? Ja, ist ja genau das. Ich meine, wir haben ein paar Mal von Grin gekriegt vom IOC und es gibt Leute, die sagen jetzt, ja, jetzt müssen wir nicht nochmal gehen. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir nicht wollen. Weil Sport heisst aufstehen und Wiederkampf. Und jetzt sagen wir, jetzt ist die Chance da, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt mit dem richtigen Projekt. Und jetzt da müssen wir eigentlich die Chance packen und voll Gas in die Richtung gehen. Also glaubst du daran, dass eben genau die Fehler, die man gemacht hat, dass man die hier bewusst aber nicht mehr machen will, um zu zeigen, es kann eine neue Ära von den Olympischen Spielen geben, kleiner ist, redimensionierter ist, wo nicht explosionsartig, die Kosten nicht im Griff sind und so weiter. Also das ist eben fest überzeugt. Absolut. Also wir sind, ich glaube, wenn jemand in der Lage ist, das zu machen, dann sind es wir in der Schweiz und wir haben alles, wir können die Spiele im Griff haben und das so machen, weil wir wollen angepasst an unsere Region und eben nicht umgekehrt. Und die IOC hat da absolut Willen bewiesen, dass sie das auch wollen. Und jetzt ist die Frage, wenn sie es wollen, dann haben wir schon Fahrten da, dann kann die IOC die packen. Wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie Erzerung in der Türkei, aber dann wollen wir auch die Spiele gar nicht. Und darum bin ich überzeugt, dass wir jetzt mit dem richtigen Projekt am richtigen Ort sind und dass die Walliser da am 10. Juni hoffentlich ja dazu sagen. Weißt du, was meine gut glaube? Auch wenn nicht mehr alle in jedem Match vom FC Sitten ins Stadion gehen, sobald das Sitten um die Köpfe noch ist, stehen alle voll dahinter. Darum ich glaube auch, wenn man Jesus schafft, der zu überzeugen, dann glaube ich, steht der Walliser wahrscheinlich auch voll dahinter. Und das wünsche ich dir, weil das ist ein spannendes Projekt. Und ich hoffe, ihr könnt das also euch umsetzen, wie das ihr angeplant seid. Absolut. Ich bin überzeugt, dass nach der Abstimmung werden alle in die gleiche Richtung marschieren und positiv in einem Projekt stehen. Und dann am September 19, wenn nachher die IOC auch noch entscheidet, dass wir das Spiel kriegen, dann sind wir definitiv alle zusammen und werden das perfekt umsetzen. Wir drücken die Türen. Ralf, die Zeit ist leider schon vorbei. Es ist schon der Moment, wo ich schon zuschaue. Leider müssen wir Ade sagen, wir zwei Tiere sind natürlich noch gemütlich, das Glas hier uns. Ich sage dir merci vielmals, dass er heute hier bei dir sein darf. Grosse Visionen, die du da schon mittragen musst. Und ich bin eine neue Arbeit, die wir gemacht haben. Ich wünsche dir wirklich viel Glück für das. Merci, schön, dass du da warst. Gerne. Liebe Zuschauer, ihr seht, das sind spannende Aufgaben, die Ralf noch zu lesen hat. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr heute hier dabei war. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet und mitgeschaut habt. Aber wie immer verlieren wir nicht hier ohne nichts. Sondern ich wollte euch nur wissen, welches oder an welchem bekannten Skiort hat der Ralf Schiss best Weltcup-Resultat erzielt an der Abfahrt. Und wenn ihr das wisst, schickt die Antwort an die E-Mail-Adresse, die wir hier unten nach rechts einblenden. Und weil letztes Mal schon so viele Teilnehmer mitgemacht haben, haben wir gesagt, es wird dann nochmal zwei Tickets für Andi Tavolata am 18.08.18 verlosen. Ein wunderschönes Event mit Gino zwischen Faro und Salkes mit sechs Weinbüren. Macht mit, ich wünsche euch viel Glück, drücke euch ab die Tüme und vor allem schaltet ihr ein, wenn es das nächste Mal heisst, warum ich jetzt Gast bin. Ralf, zum Wohl. Zum Wohl. Santi. Voronets Gast bin, präsentiert vom Les Sources des Alpes Leckerbot. Einfach oder Kobo, ihres Restaurants bieten für jeden Geschmack etwas. Und zum Unique Hotel Post Zermatt. Von der Broken Bar bis zum Love Club, ein Nachtleben auf drei Stecken in einem Haus. Und von Seilermoda an der Bahnhofstrasse zu Brigg.